Bei unserem Duotec 12 findet ihr auf der Rückseite, auf dem Band, eine Maßskala. Diese Maßskala ist so unterteilt, dass ihr von 0 bis 100 mm die perfekte Schraubenlänge für eure Anwendung ermitteln könnt. Ihr müsst nur den Duotec durch das Bohrloch durchstecken, heranziehen und dann könnt ihr hier an diesen Dreiecken ablesen, wie stark eure Plattenstärke ist. Dann müsst ihr eure Anbauteilstärke dazu rechnen und dann noch plus 20 mm. Und somit habt ihr erforderliche Schraubenlänge für die Anwendung mit Duotec ermittelt. Des Weiteren könnt ihr auch unsere Verpackung umdrehen. Dort seht ihr unsere Montageanleitung. In dieser Montageanleitung ist ganz klar beschrieben, wie ihr die passende Schraubenlänge ermitteln könnt. Für euch zu Hause habe ich noch einen Praxistipp. Wenn ihr nicht wisst, was sich hinter eurer Rigipsplatte befindet, es könnte ja auch sein, auf dieser Ebene laufen eventuell Kabel, Elektroleitungen oder Wasserinstallationen, bohrt euer Bohrloch und dann geht ihr mit unserem Griffband falsch rum rein und dann könnt ihr fühlen, ob in diesem Raum sich was befindet. Des Weiteren könnt ihr auch einfach das Griffband herziehen, einen kleinen Strich machen. Und dann könnt ihr sehen, wie viel Zentimeter Plattenstärke ihr im Hintergrund habt. Der erste Schritt ist, wir führen unseren Duotec durch das Bohrloch durch, dann wird er sich aufklappen und wir ziehen ihn heran. Der nächste Schritt ist dann, ihr nehmt unsere Bundhülse und führt sie in die Rigipsplatte ein. Als nächstes müsst ihr das Bändchen abbrechen. Wir haben jetzt die Plattenstärke ermittelt mit 13 mm. Unser Anbauteil hat 24 mm, somit haben wir dann 37 mm. Was jetzt hinzukommt, ist die plus 20 mm für die passende Schraubenlänge. Somit ergibt sich in unserem Fall eine Schraubenlänge von 60 mm.